Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielen und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, erstmal will ich mich nochmal hier umsehen und dann habe ich das Schlimmste überhaupt getan, ich habe mich gespoilert. Da ich absolut keine... Ja. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie langsam keine richtige Lust mehr. Deswegen habe ich geguckt, was ich noch alles machen kann. Also ja, der Dungeon ist geil, der Custom Dungeon, aber er ist teilweise... Ihr seht es ja selber, wie oft wir in den Bereichen rumgeirrt sind. Hi. Kommst du schon angelaufen? Ja, kommt schon angelatscht. Oh, du bist überladen. So, jetzt nicht mehr. Also erstmal will ich wieder nach da hinten hin. Ja. Stay away from the path and your eyes will not deceive you. Our eyes never do. Es wird dunkel. Und ja, wegen dem Hebel hatte ich halt das Gefühl, dass es hier... eben... dass der Hebel das hier öffnet. Oder halt das hier. Ja, komm her. Ja. The light sword cuts to undeath with ease. Hier wäre halt der Ausgang. Den Schalter hatten wir bereits umgelegt. Hier ist keiner. Ja, das Gebäude könnte sein, dass es auch hier in diesen Nischen. Irgendwo einen versteckten Schalter gibt. Hier ist auf jeden Fall ein Kraut. Der kann wirklich mit dem Schild zaubern. Auch gut. Also ja, ich hack mal die Dinger ab. No. Und no. Hier um die Ecke, das könnte interessant sein. Hier ist auf jeden Fall ein Kristallschädel. Ja. Aber auch hier ein... No. Ja, hi. Also zum Erfahrungspunkte sammeln und... sich einfach nur umschauen. Habe ich das, was da drin ist, schon? Oh, ein Pfeil. Den kann ich gut gebrauchen. Was zu essen und... dumm, dumm, dumm. Und ja. Dir will ich den Headhunter geben. Also, trink das. Oh ja, und das weg. So. Was war hier in der Ecke? Hier ist auch noch mal ein No.
Hier ist auch ein No. Und das hier sieht auch nach einem No aus. Es ist auf jeden Fall was aufgegangen. Ja. Jetzt werden es langsam viele, oder? Hi. Kommst du auf mich zu? Ja, komm auf mich zu. Dann töte ich dich. Das Ding kann ich nicht dekonstruieren, oder? Nee. Und ist auch sonst nichts zum Destroyen hier. Von hier aus kommt man nicht rein. Also mit dem Runterfallen hatten wir schon geklärt, dass das nicht klappt. Und rein Wisp-Shiften konnte ich mich auch nicht wirklich. Okay, jetzt klingt es langsam nach etwas viel. Viel Zeug. Aber sind nur Erfahrungspunkte für uns. Sie hinkt halt noch hinterher, hat aber das Pendant an. Oh, da war ich noch nicht drin. Ja. Hi, da kommt der nächste. Gut, das heißt, das wäre nicht erledigbar. Außer hier vielleicht. Aber auch hier sehe ich nirgendwo einen Knopf. Also auch. No. Ach, jetzt habe ich das so groß geschrieben, egal. Da ich leider noch keinen Telekinesespruch habe. Und auch nicht wüsste, wie ich mich da reinwarpen könnte. Da habe ich, glaube ich, auch schon reingeguckt und war no. Warum auch immer gerade was gestorben ist. Ja, gut. Kehren wir zurück zum... Ah. Können wir gleich hier lang. So. Die Drachen. Ich habe gelesen,
Die Säulen sind das Rätsels Lösung. Da muss nämlich der Topaz-Gem rein. Und da muss, wie es aussieht, ein Rubin rein. So. Habe ich das Game gesaved, bevor ich da reingegangen bin? Denn ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt da drin. Ja, gut. Okay. So, erstmal das hier sicher ist sicher. Erst die Wände abchecken. Na gut, wenn das auch alles ist. Oh, Licht geht mal wieder aus. Gut, ich hatte was Schlimmeres erwartet. Ich hatte auch was Schlimmeres erwartet. Ich hatte etwas Schlimmeres erwartet. So. Oh, hi. Noch einer von euch. So, weg mit dir. Da ist ein Teleporter, da ist noch ein Teleporter mit Druckplatte. Oh. Damit hier ja nichts schlüpft. Oh. Das finde ich jetzt eher niedlich. Ja, da habe ich gerade den Zauber verkehrt rum. Wart ihr die löschbaren Schleime? Ja, Tatsache. Das macht den Fight jetzt ziemlich trivial. Ja. Okay, das wiederum. Ist etwas problematisch. Das wiederum ist echt unschön.
Okay.